Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal mit eurem Brock, meine geliebte Community. In dem heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr in New World eine Minimap integrieren könnt, die euch einfach alle Ressourcen anzeigt und eine wirklich sehr schöne Übersicht bietet. Vorab, Amazon selber hat nicht bestätigt, dass ihr diese Minimap benutzen dürft. Das heißt, wenn ihr sie benutzt, tut ihr dieses auf eigene Gefahr, dass ihr eventuell dafür einen Bann bekommen könnt. Der Entwickler selber sagt, ihr dürftet normalerweise dafür nicht gebannt werden, denn Amazon selber schrieb einmal, das Benutzen von verschiedenen Overlays etc. pp., solange es keinen spielerischen Vorteil gegenüber anderen Leuten verschafft, die diese Sache nicht benutzen, ist erlaubt. Aber eine direkte Bestätigung, dass wir diese Minimap benutzen dürfen, gibt es hier nicht, also benutzen auf eigene Gefahr. Wer nun aber sagt, ja, ich möchte diese Minimap benutzen, der ist hier natürlich direkt richtig. Als allererstes müsst ihr dafür auf die Seite von Overwolf gehen und müsst euch Overwolf runterladen. Der Link dafür befindet sich unten direkt in der Videobeschreibung. Dann geht ihr hier einmal oben rechts auf Download Overwolf. Das geht relativ schnell. Runterladen, installieren, da wo ihr es haben möchtet. Habt ihr dieses nun gemacht? Dann einmal auf der Seite, gleich hier, wo ich bin, auch einfach draufbleiben, hier rechts auf die Lupe klicken und dort geben wir einmal jetzt ein New World. Haben wir das gemacht, kommt hier links auch schon in New World Minimap. Einmal hier unten dann drauf gehen und dann auf Download klicken. Habt ihr das gemacht, habt ihr schon einmal direkt einfach das Große und Ganze erledigt. Danach könnt ihr einfach direkt in das Spiel reingehen und dann sieht das Ganze hier so aus. Nun werdet ihr euch wundern, okay, meine Minimap funktioniert gar nicht. Das liegt an einer Einstellung, die ihr hier noch einmal vornehmen müsst. Dafür drückt ihr einmal Escape, klickt hier oben auf Options, auf Grafik, scrollt einmal runter, bis hier unten steht FPS anzeigen. Habt ihr dieses nun gemacht? Zack, funktioniert die Minimap. Nun könnt ihr gehen und seht schon mal, aha, ich habe hier einige Ressourcen. Links von mir theoretisch können einfach Katzen spawnen. Da seht ihr, da ist die Katze und die wird mir oben links auch schon auf der Minimap angezeigt. Heißt, bestimmte Mobs oder auch Hanf zum Beispiel sollte sich hier rechts dann irgendwann befinden. Wenn es dann gespawnt ist zum Beispiel, es noch keiner abgebaut hat, dann könnt ihr auch direkt Hanf sammeln. Ihr seht jetzt, aha, da unten ist die Hanfblüte. Ja, und wird oben auf der Minimap angezeigt. Ist also einfach sehr, sehr praktisch, dass ihr einfach so die Minimap auch als eine Art Ressourcen-Map verwenden könnt, was ich persönlich hier sehr nice finde. Nun könnt ihr die Minimap aber auch noch ein kleines bisschen bearbeiten. Dafür drückt ihr einmal Tab, linke Maustaste gedrückt halten, dann könnt ihr sie erstmal dahin schieben, wo ihr sie gerne natürlich positionieren möchtet. Und habt ihr die Möglichkeit, wie bei jeder Minimap mit Minus und Plus, entweder ranzuzoomen oder natürlich rauszuzoomen, na, je nachdem, wie ihr das Ganze haben möchtet. Auf dem Zahnrädchen könnt ihr nun ein paar kleine Anpassungsmöglichkeiten an der Minimap noch vornehmen. Ihr könnt einmal die Größe bestimmen, ob sie klein, mittel oder groß sein soll. Hier könnt ihr nun bei Shape könnt ihr bestimmen, soll es nun ein Kreis sein oder soll es nun ein Quadrat sein. Ich persönlich bevorzuge hier die Variante des Quadrats einfach und dann passe ich sie mir an, wo ich sie gerne haben möchte. In dem Fall passe ich sie mir hier oben links jetzt einfach zum Beispiel an. Die Einstellungen lasst ihr hier einfach bei OCR stehen. Mehr braucht ihr dann gar nicht machen. Habt ihr diese Einstellung vorgenommen, einfach per X hier schließen und per Escape wieder rausgehen. Und schon könnt ihr die Minimap hier einfach in vollen Zügen genießen. Solltet ihr mal sagen, ach, ich brauche gar nicht die Minimap aktuell, dann könnt ihr Alt gedrückt halten, drückt einmal M und schon ist die Minimap wieder verschwunden, wenn ihr sagt, gerade ich bin in einem Dungeon und da benötige ich eventuell zum Beispiel keine Minimap. Möchtet ihr sie wieder einfach aktivieren, Alt drücken, einmal M drücken und schon ist die Minimap hier auch wieder einfach aktiv und ihr könnt darauf einfach gucken, wo sich bestimmte Sachen einfach befinden und habt einfach einen besseren Überblick, als wenn ihr oben einfach nur sozusagen die Himmelsrichtungen seht. Wenn dieses Video bezüglich der Minimap euch gefallen hat und ihr sagt, ja nice, eine Minimap wollte ich schon immer haben und ich werde diese auch auf eigene Gefahr nutzen, dann lasst mir noch gerne einen Daumen nach oben da, denn Support ist kein Mord und jedes Däumchen ist ein Schäumchen und bringt diesen Kanal hier einfach voran und empfiehlt ihn auch anderen Leuten und das würde mich natürlich sehr freuen. Andererseits, wenn ihr was dazu schreiben möchtet zum Thema Minimap, dürft ihr dieses auch gerne tun. Ich würde mich natürlich sehr gerne über jedes Kommentar von euch freuen, wo ich mit euch mich einfach diesbezüglich darüber unterhalten kann. Ansonsten oben rechts könnt ihr jederzeit gerne auf kostenloser freier Basis ein Abo dalassen. Dann seid ihr immer auf dem Laufenden zum Thema New World rund um Guides, Tipps und Tricks und natürlich auch Livestreams. Diese finden immer
Mittwoch und Freitag aktuell hier auf YouTube statt. Montag, Dienstag und Samstag finden sie auf Twitch statt. Der Link dazu befindet sich auch auf der Videobeschreibung. Auch da würde ich mich natürlich sehr gerne über ein kostenloses Follower freuen, wenn ihr sagt, ja, ich würde mich einfach freuen, mit dir auch im Livestream auf Twitch interagieren zu können. Dann dürft ihr da natürlich auch sehr gerne ein kostenloses Follower dalassen. Ansonsten bleibt alle gesund, bleibt alle munter. Vielen, vielen lieben Dank für eure Liebe, für euren ganzen Support hier auf diesem Kanal in der letzten Zeit. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Ansonsten, was soll ich groß sagen? Ja, bleibt gesund, bleibt munter. Ich bin raus. Haut da rein, euer Brocken.